Hallo Leute und willkommen zu weiterem Part Until You Rise Ever Darkness and the Secret Hideout. Das hat der letzte Part, den ich aufgenommen habe, schon lange her. So ne Scheiß. Der letzte Part, der ist locker 2 Wochen her. Ja, ich habe jetzt keinen Bock, den ganzen Scheiß durchzulesen. Ja, ich habe den letzten Part jetzt schon vorgeführt 2 Wochen aufgenommen. Ich hatte echt kein. Ich hatte den Part sogar schon mal aufgenommen, ne? Ja. Danach hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Und ich hatte jetzt in letzter Zeit echt nicht die Motivation hierfür. Keine Ahnung, wie bei dem Spiel ist die Motivation irgendwie komplett weg. Ich weiß noch nicht mal warum. Habe ich normalerweise nie beim JRPG. Ja, kriegen wir die fucking Core-Crystals jetzt? Scheiße, jetzt habe ich es auch so hier gedrückt. Ich weiß selbst nicht warum, aber irgendwie hatte ich nie wirklich die große Lust auf hatte die Riser. Selbst privat hatte ich eine Datei angefangen und hatte schnell keinen Bock mehr. Tutorial Core Items, ich lese das jetzt vor, damit ich auch noch irgendwas mache hier. Insert an item into a core crystal in order to turn it into a core item. This item will consume core charges and will not be used up itself. However, if you run out of core charges, you won't be able to use it, so timing is key. You can attach an item through the equipment menu. The number of items you can attach depends on the weapon type, so pay attention to that. Also, you can attach an item if its level is higher than the character dexterity. Kann man nicht. Think carefully about which item you'd like to give to which ally. Also, remember that healing items can be used from the basket. If you use an item from the basket, this will still use a core charge, so pay attention to that.
Tutorial Converting Items. If you run out of core charges, you can't use that item anymore. But convert will let you restore your charges. The converted item will be disabled, but in exchange you will refill your core charges. The higher the item level, the faster it will be converted. The item you disable will be usable again once you return to your home base. You can also convert directly through the basket menu. If you are running low on core charges, use convert before jumping back into battle. Ja, können wir gerade machen. Geht das unter Equip? Ich glaube, die kann sich jetzt da drei Sachen ausrüsten. Auf jeden Fall müssen wir doch was anderes machen. Deswegen gehen wir zu Risers Haus. Wir müssen, wenn ich mich nicht irre, Grass Beans machen. Ich habe ein bisschen, was kann ich hier noch? Bezüglich dieser Dinger hier. Healing, oder? Ja, doch. Ich kann mehrere nutzen, okay. Dann machen wir das. Fast forward, weil sonst dauert es viel zu lange. Level up. Nice. Tutorial action orders. You can give action orders which allow you to execute cooperative actions with your teammates. During battle, inactive members may sometimes give a cue to an action order. Each member has their own unique action order, so make sure you use them well to find success. When an action order appears, you will only have a limited time to execute it, so don't wait around forever. You should always try to execute an action order when the opportunity presents itself.
But be aware, you can initiate an ignore simply by using normal attacks. Tori, quick actions. Pressing ZR will consume 10 AP and unleash a quick action. This will make it your turn immediately and allow you to use skills or items. If you're in danger or need that final push to finish a fight, try to make use of quick action. Gehen wir jetzt mal aufs Festland. Ich glaube, soweit habe ich schon aufgenommen. Ich glaube, es gleich auch noch. Privat habe ich auch länger gespielt. Ich werde jetzt auch die nächsten Tage erstmal sehr viel Atelier Rise am Stück aufnehmen müssen. Weil ultra viel Xenoblade 2 am Stück aufgenommen habe. Ich bin halt schon Kapitel 4 oder so. Ich wollte ursprünglich ja abwechselnd aufnehmen. Aber wenn ich das eine so krass aufnehme, brauche ich vom anderen auch mehr Parts. Wir sind ja in einem Ort mit vielen Trauben und ich konnte vorher noch keine aufsammeln, aber jetzt. Jetzt können wir hier Sachen aufheben. Ich habe zum Glück nicht das mit dem aufgeladenen Schlag vergessen. So, gönne ich mir die Trauben. Nice. Wie Regenbogentrauben heißen. Ich bin schade, dass das Spiel nicht auf Deutsch lokalisiert wurde. Keine Ahnung, was sich Koitecmo oder auch Atlas dabei denken. Ich bin davon echt kein Fan. Auch Persona Q zum Beispiel, komplett auf Englisch. Ja, okay, spart auch sehr viel Zeit beim Lokalisieren. Muss man fairerweise sagen. Nee, weil ich muss gerade eine Story erzählen, einfach weil es mir gerade einfällt und es mich mega abfuckt. Und zwar wurde jetzt mein Twitter-Account gesperrt. Wurde mein Twitter-Account gesperrt, weil ich ein Idiot bin und ich habe jetzt mittlerweile sogar schon einen neuen. Jetzt müssen wir, wenn ich mich richtig erinnere, drei Gegner besiegen oder so. Purumuru. Ja, fucking Purumuru. Geil, Alter. Krabben, wo? Ich sehe keine Krabben. Oder habe ich gerade eben Krabben bekommen? Kann natürlich auch sein. Weil zum Wald müssen wir jetzt gerade nicht, aber ist doch auf dem Weg irgendwas, das ich aufsammeln kann. Ja, hier. So, was haben wir denn hier Schönes? Da gerade so ist, das wäre ein Surfbrett. Nein. Wir kriegen hier fucking Spinnennetze. Was ist in der Truhe? Okay. Alter, fucking Cotton Grass. Ja. Gibt auch Sachen, die wir mit der aktuellen Waffe gedönst da nicht zerstören können.
So Steine hier zum Beispiel. Ja. Bisschen schwer mit unserem Stab. Sandstein, okay. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube, ich habe die ganzen Sachen gleichzeitig bekommen. Nice. Ja, jetzt können wir da hochgehen, wo es weitergeht. Wenn ich mich recht erinnere, da müssen wir da drei Gegner oder so besiegen. Ja, aber wir können uns noch den Sandstein hinzu. Oder hier dieses Sand. Da kann man sich aber gönnen, wenn das auf dem Weg liegt, ne? Wie viele neue Sachen wir hier finden. So. Wie nah war ich denn jetzt gerade an dieser Wand? Ey, Alter, ohne Scheiße, die Texturen von diesen Dingern sind schon irgendwie scheiße. Wir müssen jetzt zwei, drei Gegner besiegen. Oh, fucking White Potato. War jetzt tatsächlich nie weit. Okay, diese Früchte. Oh, fucking Snakes. Da geht mit dem Aufgeladenen halt wirklich deutlich mehr. Ich will das hier erstmal ein bisschen erkunden, weil ich diesen Ort nie wirklich erkundet habe. Bevor ich Gegner besiege. Das geht gar nicht. Macht der auch was bei Gegnern, der aufgeladene? Also mehr Schaden beim Erstangriff oder so? Ja, die können wir als Helf nicht machen, ne? Nein. Okay, geht bis da vorne und danach nicht weiter. Oder? Okay, schade. Naja, müssen wir jetzt Gegner besiegen. Bin hier zum Glück auf... Okay, so. Oh, ohne Scheiß. So sollte Pokémon vielleicht aussehen, ne? Das wäre doch ein geiler Artstyle. Und nicht Spiel, das ich gerade noch Spielhafe spielen kann, so. Was 5 Minuten Entwicklung braucht. Coole Schleime. Ganz ehrlich. Ich glaube, dieser Stein tut einen den Weg versperren. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das der Fall ist. Ja,
Ich hatte leider immer noch keinen Boss. Ne? So privat auch nicht, aber privat habe ich mittlerweile aufgehört wegen Let's Play. Warum war da gerade auf einmal ein anderes Victory-Theme? Oder ist es das normale und ich bin einfach nur dumm? Ja. Okay. So, ein bisschen Cotton Grass noch. Ja, ein paar Blumen auch. Blumenschaden nie. Ja, wie viele Sachen hier zu entdecken. Noch ein bisschen Gras, ne? Ein bisschen Gras rauchen müssen wir halt auch noch. Die scheinen schwach zu sein, so. Okay. Wo schaut der Schritt hier hin? Ich will mal gegen diesen Gegner kämpfen. Man merkt schon, dass dieser Booster bei 10 AP schon eine echte Menge bringt. Ja, der ist halt mega geil. Okay, darf ich natürlich niemand herausfinden. Vielleicht nicht in die falsche Richtung laufen. Komm, Noiser's Room. Thank you.
Oh Scheiße, ich bin in die Kamera gekommen. Okay. Ich wollte jetzt nur hier im Zimmer abgelegt haben. Das ist immer cool, dass man mit einem Knopf wieder zurück zum Haus gehen kann. Aber das heißt doch sicher auch, dass die Overworld nicht wirklich groß ist, wenn ja alles um dieses, sich um dieses Zimmer dreht, ne? Ich bin ein bisschen Angst. Ich habe auch gesehen, dass das Spiel jetzt, vergesst auch noch ein JRPG, jetzt nicht so lang ist. Sprich, wer weiß, wie lange wir brauchen. Kommt ja jetzt auch morgen der erste Part online. Und mal sehen, wie das so läuft. Und vor allem, warum nutze ich die Portschilder nicht, wenn ich die schon besitze? Hier. Ich habe auch gesehen, dass wir diese Kisten zerstören können. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt eine Hackkiste gleich selbst bauen mit Alchemie. Holtau, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja, ich glaube, es gab noch ein weiteres Portrait bei ihm. Ist aber auch egal. Learning recipes. The first step to synthesizing is learning recipes. And one important aspect about recipes is the recipe morph, which occurs via synthesis. If you fulfill the recipe morph conditions of a material loop during synthesis, you can create a new recipe. Recipe morphs for material loops require materials outside the normal recipe. The materials must be first gathered or synthesized to create the new recipe. A recipe morph may also retain part of its former design while it is still becoming a new recipe. If a material loop has an available recipe morph, it will display an icon in the recipe list. If you see this, you should try to figure out what materials you need and what the new recipe might be. The base recipes needed to recipe morphs can usually be found in books for sale in various shops. They can also be found in treasure chests or earned as the story progresses. So keep your eye peeled. Okay. Thank you.
Ich hoffe, ich schaffe diesen Ladsporn. Read Material Refined. Leute, so Make Ingot, Cloth, Polish Powder. Okay, und dieses Ingot ist das, was wir machen wollen. So machen wollen. Ach so, Level 3 brauche ich. Oder? Ja, aber mal eine Explosive Uni. Naja, ist eigentlich auch egal, es ist eigentlich nur, um auf Level 3 zu kommen. Brauche ich jetzt, wie gesagt, nur fürs Level Up. So, Level Up, jetzt können wir diesen Ingot Gedöns machen. Das ist auch schon ungefähr, was wir machen müssen. Die Dame scheint es hier zum Glück nicht. Ja. Yeah, haben wir es. Tutorial gathering tools. Equipping specialized tools will let you gather materials in the field. You'll only have your stuff at first, but you discover new tools, you'll unlock new gathering methods. While in the field, hold L and toggle the right stick to switch your tool. You can also tap L to quickly switch tools. A single gathering point can yield different materials depending on what gathering tool you use. You might even get your hands on something completely unexpected. There are lots of different tools. Each one can gather different materials, so try to collect all of them. As you improve your alchemy, you may even learn to craft tools that can do more than one thing. Use all the tools at your disposal to fully explore each and every area. Muss man aber erstmal ausrüsten, oder? War das nicht hier oder das? Und der Gathering Tools bin ich eigentlich komplett behindert. Ich weiß gar nicht, wie viel insgesamt im Spiel gibt.
steht die standardmäßigen Witz und das Sorry geben. Ja, aber das ist auch, was ich gemeint habe mit, ja, früher oder später werden wir ihm helfen, so weit habe ich nämlich schon gespielt. Ne, hier können wir jetzt, ja, wechseln. Bei der Farm waren wir tatsächlich schon noch nicht. So, können wir wieder durch die durchlaufen? Oder war. Ne, das waren die, die sich bewegt haben, ne? Ja. Wir schreiben ihm bei gerade auf dem Discord über ja, meinen Twitter-Account. Ja. Würde ich gerne weiterschreiben, aber ich muss halt auch noch hier gleichzeitig aufnehmen. Da kann ich Ihnen ja gerade antworten. Ja. So, jetzt können wir ja mal endlich unserem Vater bei der Farm helfen. Alright, so are you here to help me? Scheiße. Es nimmt bei schwer den Carbonat zu schreiben. Um gleichzeitig die Shuttle Riser aufzunehmen. Ich weiß gar nicht, ob das Aufladen hier irgendwas nützt. Weil so schwer war das noch nicht, Riser. Hier. Ach, das sind Kurkenfruits. So schwer war das doch gar nicht. Ich glaube, weiter als das habe ich jetzt sogar nicht mal wirklich gespielt.
Und ist viel weiter habe ich nicht gespielt. Okay. Warum? Großer Schlauch, wenn wir einfach Minus zünden können. Ah, stimmt, ich erinnere mich. Danach wusste ich nicht mehr weiter und habe aufgezocken. Stimmt. Ja, okay. Ich habe einige Gathering Tools gelernt. Kann ich einige davon schon machen? Dafür brauche ich bestimmte Level. Okay. Wird mir jemand weiterhelfen? Ist egal für ein Tools, aber leider. Kann ich die mit meinem aktuellen Alchemie-Level nicht machen? Ich glaube, beim Residential Square sind die. Ich kenne mich halt leider nicht sehr gut aus hier.
Daran ist es jetzt gescheitert im Weiterkommen? Oder was? Ich will schon mal das Game saven. Man sieht, das letzte Mal war am 18.01. Jetzt sind wir den 27. Also ja. Wait and Rise Room at least one day. Ach so. Daran bin ich gescheitert. Geil. Okay. Was ist das denn? Eine Flöte. Dazu ist das ein Harpun oder so. Ah, okay, sie will eigentlich nur üben, so dass ihr Vater es nicht stört, weil ihr das peinlich ist oder so. Okay. Ich glaube, sie will es von niemandem machen, oder? Ich glaube, sie hat Angst, sich zu blamieren oder so. Machen. Wollen die jetzt wieder zum Forest? Ernsthaft? Ist der denn scheiß ernst? Nicht, dass was dagegen hätte oder so. Können wir vielleicht einige geile Sachen, Materials finden? Okay.
Okay, jetzt würde ich nur gerne wissen, wo das ist. Hier. What the fuck? Ich dachte zuerst, das wäre so ein Säufer oder so. Samuel Marsling. Ist das der Vater von Lent oder was? Naja, wir wollten hier was kaufen. Goat Meat was, oder? Ich habe hier ja so eine Weste gekauft. Nice. Some Goat Meat. Ich echt nur sagen, die so wenig wert sind. Hat die Scheiße nicht gerade eben noch 150 gekostet? Habe ich aus Versehen ein Buch gekauft. Habe ich aus Versehen ein Buch gekauft. Ich denke, das ist ein guter Moment, um den Part zu beenden, oder? Ja doch, beim nächsten Mal machen wir weiter, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.